Wenn wir alt sind, erhalten wir keine Rente mehr. Und wenn sie überhaupt noch existiert, dann reicht das nicht zum Leben. Rente und Altersvorsorge. Ein super wichtiges Thema. Und ein jeder sollte so früh wie möglich damit beginnen, eine individuelle Altersvorsorge aufzubauen, um das Rentenalter in vollen Zügen genießen zu können. Lasst uns also herausfinden, was das Schweizer Dreisäulensystem ist. Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Ich bin Isabo und ich bin selbst vor 2 Jahren in die wunderschöne Schweiz ausgewandert. Und heute möchte ich euch das Schweizer Drei-Säulen-System für die Altersvorsorge näher bringen. Als ich selbst hierher gezogen bin, war ich auch etwas verwirrt. Daher dachte ich mir, ich mache ein Video drüber und erkläre das mal ganz kurz und knackig für euch. Die erste Säule ist die AHV oder AVS, also die Alters- oder Hinterlassenenversicherung. Denkt an sie als das Fundament eines schweizerischen Chalets, stark und stabil. Und hier zahlt jeder Beiträge ein, der in der Schweiz arbeitet. Dazu gehört die AHV selbst, die IV, also Invalidenversicherung, und EL, also Ergänzungsleistung. Highlights der AHV oder AVS sind, dass sie einerseits eine Grundrente für alle, die das Rentenalter erreichen, ermöglicht. Andererseits, wenn ihr verheiratet seid oder Kinder habt und es sollte zu einem Todesfall kommen, bekommen eure Hinterbliebenen oder eben die Kinder die Rente oder das Geld ausbezahlt. Und zu guter Letzt wird die AHV durch das sogenannte Umlageverfahren finanziert. Das heißt, dass die Beiträge der aktuellen Arbeitnehmer die laufenden Renten bezahlen. Die erste Säule ist somit staatlich finanziert. Kommen wir also zur zweiten Säule, der beruflichen Vorsorge, Kurzform BVG oder LPP. Und stellt euch das Ganze als eine Erweiterung des Fundaments unseres schönen Schweizer Chalets vor. Die BVG oder LPP ist sozusagen eine Art betriebliche Rente und soll uns ebenfalls eine finanzielle Zukunft im Rentenalter ermöglichen. Sie ist für alle Arbeitnehmer obligatorisch, die ein bestimmtes Mindesteinkommen erreichen. Und die Eintrittsschwelle in das Obligatorium liegt im Jahr 2023 bei 20.055 Franken und das Mindesteintrittsalter beträgt 25 Jahre. Dabei teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Beiträge und das Gute ist, dass es zusätzlich zur AHV im Rentenalter ausgezahlt wird, um somit eine bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen. Jetzt kommen wir schon zur dritten Säule und diese hat ähnlich wie die zweite Säule 2 Bestandteile, die Säule 3a und die Säule 3b. Stellt euch das wieder als zusätzliche Erweiterung unseres Fundaments des Schweizer Chalets vor. Fangen wir also an mit der Säule 3a, der gebundenen privaten Vorsorge. Und für mich persönlich ist das so das Highlight. Warum? Die Säule 3a ist eine steuerbegünstigte Altersvorsorge, die euch dabei unterstützt, für euer Rentenalter zu sparen. Die Highlights der Säule 3a sind, dass ihr jedes Jahr einen steuerfreien Betrag dort hineinzahlen könnt, der dann eure Steuerbelast reduziert. Im Jahr 2023 beträgt der Maximalwert 7.056 Schweizer Franken für Erwerbstätige mit Pensionskasse und für Erwerbstätige ohne Pensionskasse darf maximal 20% des Nettoeinkommens einbezahlt werden. Und hier liegt der Maximalbetrag bei 35.280 Franken. Daher auf jeden Fall nicht vergessen, das Ganze bei der Steuererklärung anzugeben, um eben Steuern zu sparen. Ein Haken gibt es aber doch. Und zwar sind die Einzahlungen bis zum ordentlichen Rentenalter gesperrt. Wenn ihr euren nächsten Skiurlaub plant, könnt ihr nicht einfach auf das Geld zugreifen. Jedoch gibt es hier Ausnahmen. Diese sind, wenn ihr zum Beispiel dauerhaft aus der Schweiz wegzieht, wenn ihr Wohneigentum erwerbt, bei Invalidität oder bei Selbstständigkeit. Denkt aber auch hier dran, dass wenn ihr das Ganze ausgezahlt bekommt, das natürlich auch eventuelle Rückzahlungszinsen oder Steuern anfallen. Last but not least kommen wir zur Säule 3b,
die private Altersvorsorge. Sie ist sehr flexibel und hat keine Maximalbeträge, weil ihr einfach selber ansparen könnt. Und Highlights sind natürlich, dass ihr zu jeder Zeit auf euer Geld zugreifen könnt. Es gibt, wie gesagt, keine Deckelung und ihr könnt so viel sparen, wie ihr möchtet. Zusammenfassend ist das schweizerische Drei-Säulen-System wirklich ein cleveres Konzept, um für die Zukunft vorzusorgen. So können wir dann als Omas und als Opas sorgenfrei in die Zukunft blicken und unser Alter genießen. Wir haben heute also gelernt, dass wir eine solide Basis mit der AHV, AVS haben. Das Ganze wird zusätzlich unterstützt durch die betriebliche Vorsorge, also die BVG und LPP, und Säule 3a und B bieten bei dem ganzen Thema Altersvorsorge nochmal zusätzliche Flexibilität und wir haben unser Chalet schön gebaut. Nochmal ein kleiner Vergleich zu Deutschland. Deutschland hat zwar ähnliche Angebote, jedoch habe ich selbst festgestellt, dass gerade die Säule 3a eine tolle Initiative des Staates oder des Schweizer Landes ist, um auch jungen Leuten einfach zu zeigen, dass ein frühzeitiges Sparen Sinn macht und aber auch Lust und Laune machen kann. Also da gibt es ganz tolle Initiativen von Apps, wo man wirklich dann einfach auch das Geld anlegen kann und das ist wirklich einzigartig. In dem Sinne gibt es in Deutschland zum Beispiel die Riester-Rente. Ich finde aber persönlich, das ist alles so undurchsichtig und es wird ein bisschen schwer gemacht, weshalb mir persönlich das Schweizer Konzept durchaus besser gefällt. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was lernen. Lasst mich wie immer euer Feedback, eure Meinung bitte in den Kommentaren wissen. Ich versuche wieder auf jeden Einzelnen einzugehen. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.